Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Guild Wars. Ja, wir werden hier wieder heute mit unserer Sarazenia Trine, unserer Silvari-Nekromantin, durch die Welt streifen und werden mal gucken, was wir heute Schönes damit erleben. Ja, letzte Folge hat mir diese Mission hier angefangen und ich hatte leider ein kleines bisschen Performance-Probleme. Ich hoffe, das Ganze hat sich heute wieder ein bisschen gegeben und es läuft heute wieder besser. Wäre ziemlich gut, weil es war schon ein bisschen ärgerlich, dass da solche Probleme geherrscht haben. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe mir vorgenommen, dass wir es einfach so machen werden, dass wir mal gucken. Und immer dann, wenn so eine Story-Instanz kommt, also wir haben ja alle paar Level so spezielle Story-Parts, die zwischendurch kommen, dass wir die dann immer spielen werden. Aber so weit müssen wir natürlich erstmal kommen. Wir brauchen jetzt noch ein paar verlorene Hunde. Mit den Welpen sollen wir spielen und Ungeziefer töten. Okay, Welpen spielen, das müsste sich ja hier drinnen befinden. Gucken wir mal. Interagieren. Oh, da war gerade Spielen. Oh, ich glaube, da haben wir was gemacht, was den sehr gefreut hat. Und da? Oh, auch hier. Spiel. Okay. Oh, irgendwie ist ziemlich süß gemacht. Da haben wir noch einen kleinen Hund zum Spielen. Da hinten sind auch noch welche. Der hier. Jo. Oh, und dann haben wir die Mission auch schon beendet. Okay. Gucken wir mal. Das müsste dann. Muss man wieder ein bisschen reinzoomen, dass ich auch sehe, wo die Herzen sind. Die Welpen lassen euch grüßen. Sie wachsen und gedeihen. Ich glaube, sie vermissen euch. Sie haben den ganzen Nachmittag suchend nach euch herumgeschnüffelt, nachdem ihr fort wart. Besucht uns bald wieder, Strolchi sagt wow. Okay. Ah, dann werden wir da mal hingehen. Zu der Person, von der die Mission kam. Das ist hier drinnen. Werden mal gucken. Hier, okay. Euer Gesicht wirkt vertraut. Schauen wir mal. Hier können wir nur einen Schleimtopf kaufen. Ab Stufe 5 lässt sich das benutzen und das war es auch schon. Edel Accessoire. Achtung, dicht verschlossen halten. Von einem gewissen Grad an kinetischer Erschütterung kann ausgegangen werden. Seelengebunden bei Erhalt. Okay, das ist also eher uninteressant für uns. Bis nächstes Mal. Dann schauen wir mal. Lernt, wie man ausweicht. Oh ja, wir werden die Ausweiche-Herausforderung machen. Ja, wunderbar. Das ist immer ganz, ganz toll. Postprocessing habe ich, glaube ich, jetzt aus. Es kommt schon wieder diese hohe CPU-Auslastung. Ich muss echt mal gucken. Ich glaube, dass das irgendein anderes Problem ist. Ich denke, das hat jetzt mit Guild Wars selbst gar nicht mal was zu tun. Da hoffen wir mal, Einige dass Sprösslinge das sind schon höher Ganze gegangen. sich wieder beruhigt. Kehren Es wäre zurück. sehr ärgerlich, wenn es das nicht täte. Ich habe auch eine Post bekommen, aber die möchte ich halt jetzt auch irgendwie nicht aufmachen, weil ich nicht weiß, was das ist. Und hinterher ist irgendwas drin, was ich nicht im Video drin haben sollte. Das wäre blöd. Ja, manchmal bekommt man halt auch Post, die vom Spiel selber ist. Aber wir können ja gleich mal nachgucken, was das ist. Jetzt gehen wir erstmal zu der Herausforderung. Lernt, wie man ausweicht. Ja, ich muss mal wieder Grafikkartentreiber und so weiter. Hochstufen oder Ja, ändern. ihr könnt helfen. Bitte. Okay. Denn das Problem ist nämlich, ich habe das Problem letztens auch bei einem Spiel gehabt, das überhaupt nicht viel gehabt hat. Das heißt, sprich, ich brauche eigentlich. Jetzt läuft er wieder weg. Okay, dann helfen wir dir halt nicht. Da hatte das Problem letztens auch, obwohl ich alles auf niedrig heruntergestellt habe. Es kann auch sein, dass OBS ein Update gemacht hat, was überhaupt blöd war und jetzt ziemlich schlecht. Okay. Weicht drohenden Gefahren aus, indem ihr die Maus-4-Taste drückt oder eine Bewegungstaste zweimal drückt. Ja, Maus-4, das ist, weil ich das in meinem Profil auf diese Taste gelegt habe. Deswegen steht da jetzt Maus-4. Das ist natürlich jetzt nicht die Standardeinstellung. Beim Ausweichen seid ihr kurzzeitig unverwundbar. Die gelbe Ausdauerleiste über euren Lebenspunkten leert sich bei jedem Ausweichen, füllt sich aber mit der Zeit wieder auf. Und dann machen wir das mal. Wupp. Und dann haben wir hier eine Truhe, die können wir öffnen. Und bekommen mächtige rustikale Stiefel. Die schauen wir uns doch mal an. Ja, rustikal, das trifft es ganz gut. Die werden wir mal anziehen, weil sie sind besser als die, die wir jetzt haben. Da kam wieder ein Frosch im Hals zurück. Gemein, gemein. Okay. Hier haben wir einen Bogen, Kurzbogen, den können wir aber nicht benutzen.
Okay, gut. Schauen wir, dass wir da wieder rauskommen. Dafür müssen wir natürlich ausweichen, weil sonst würde Folgendes passieren. Wlump. Das tut ein bisschen weh. Okay, da vorne ist eine Wegmarke. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Denn gerade wenn... Na, mal da runter. Wupp. Gerade wenn wir hier durch die Welt stromern, ist es ganz schön, wenn wir uns zwischendurch auch mal porten können. Die Stiefel müsste ich theoretisch nochmal anpassen farblich, aber ich würde das immer ein bisschen warten. Erst ein, zwei Sachen ändern und dann anpassen. So, Wegmarke, die haben wir mitgenommen. Oh, eskortiert Brooke zur Morgenspirale. Da haben wir eine Mission zwischendrin. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die werden wir gleich mal mitmachen. Weil, und wir sehen das hier an diesem Kreis, so ein Event, wir dafür meistens gute XP bekommen, wenn wir das machen. Und das natürlich auch sehr schön ist, wenn wir unseren Charakter aufwerten wollen und leveln wollen. Da ist es ganz praktisch. Ich bin gespannt, wenn wir dann mal mit anderen Waffen experimentieren. Bisher haben wir ja nur eine Waffe und das ist eine Axt und das ist halt aber auch eine Einhandwaffe. Sprich, wir könnten noch eine zweite Waffe anlegen oder wir müssen eigentlich eine zweite Waffe anlegen, um Fertigkeit 4 und 5 auch noch zu bekommen. Einfach mal weg damit. Das müssen wir mal gucken, vor allem wie sich sie dann spielen. Ich weiß auch gar nicht so recht den Necro. Ich weiß, dass man den Necro im WoW sehr viel mit dem Stab und sowas spielt, soweit ich mich erinnere. Die Frage ist, mit welchen Waffen spielt man den Necro denn eigentlich im PvE? Lass uns mal überraschen. Wir werden einfach dann auch die ganzen verschiedenen Varianten ausprobieren. Und anhand dessen werde ich dann mal entscheiden, wie sich es im PvE am schönsten spielen lässt. Ja, da hat er ein bisschen Leben verloren, der gute Brooke. Weil wir hier alleine ein Event bestreiten, weil sonst keiner da ist. Die Morgenspirale ist das da unten und da müssen wir den jetzt runter begleiten. Wenigstens ist er kurz outfight gekommen, das heißt, er hat sich jetzt voll geheilt. Das sah nämlich nicht so toll aus. Wäre ein bisschen böse, wenn der da jetzt zu viel Leben verlieren würde. Und da kommen die nächsten Angreifer. Weg mit euch! Weg mit euch! Haben wir ein bisschen Vergeltung bekommen. Das bringt uns aber nicht so viel, weil die greifen hauptsächlich morgen an. Oder hieß er jetzt morgen? Brooke. Wie komme ich jetzt auf morgen? Brooke natürlich. Die greifen hauptsächlich Brooke an. Da kommen schon die nächsten. Oh! Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Ich muss das irgendwie erst den hier. Ja, jetzt greift der andere auch an, also ist es eigentlich schon egal. Ja, ich bin auch schon dabei, aber ich bin alleine. So, mal geschafft. Oh, und hier gleichzeitig schon angefangen mit einer Mission. Das ist natürlich immer ganz witzig, wenn Events da sind und man dadurch eine Mission anfängt. Oh. Oh, das hier ist, ja, nennen wir es mal nett. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Die meisten, die Guild Wars kennen und auch Guild Wars spielen, wissen jetzt schon, was ich meine. Die, die kein Guild Wars spielen, die wissen es vielleicht, dass es existiert. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das in dem heutigen Part versuchen werde, aber vermutlich. Ja, aber mal gucken. Erstmal schauen, ob es überhaupt offen ist. Ich weiß auch gar nicht, wie man das aufmacht. Nein, Brooke! Nein! Belebt Brooke wieder. Da haben wir, glaube ich, jetzt wahrscheinlich irgendeine Zeitbegrenzung. In der Zeit müssen wir den einfach wiederbeleben und dann ist alles gut. Aber theoretisch haben wir ja jetzt bis hierhin eskortiert. Das sollte ja eigentlich reichen, oder? Wir haben Eventbelohnung bekommen. 580 Erfahrungspunkte, 40 Karma und 9 Kupfer dafür, dass wir ihn hierher begleitet haben. Hier gibt es eine Heldenherausforderung. Diese Orchideenblüten verströmen einen angenehmen Duft, der euch erfüllt und all eure Sorgen verfliegen lässt. Blüte pflücken. Morgens Orchidee. Zum Benutzen doppelklicken. Das machen wir mal. Und haben damit eben eine Heldenherausforderung abgeschlossen. Und dafür auch noch ein Level-Up bekommen. Und einen Heldenpunkt. Ja, diese Heldenherausforderungen sind natürlich nicht immer irgendwas pflücke A und esse es und bekomme dann was. Nee, nee, das ist natürlich schon auch manchmal ein bisschen anders. Es sind auch schon mal theoretisch auch mal Herausforderungen. Und dafür bekommen wir Heldenpunkte, die wir hier dann ab Stufe 11 nutzen können. Aber wir sind ja noch keine Stufe 11. Aber wir sind jetzt Stufe 5.
und haben neue Klassenfertigkeiten bekommen, 7 Attributspunkte und Aufrappeln freigeschaltet. Aufrappeln ist etwas sehr, sehr Praktisches. Der Downstead ist was Schönes. Das werden wir aber alles noch kennenlernen. Oder hoffentlich werden wir es nicht kennenlernen. Das wäre natürlich optimal, wenn wir es nicht kennenlernen würden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Besiegt Auferstandene. Das trifft sich ganz gut, weil hier läuft nämlich jetzt gerade schon wieder ein Event, wie ihr seht. Und zwar verteidigt den Silvari-Turm. Und da müssen wir 7 Wellen von Auferstandenen besiegen. Das ist ziemlich nett, weil wir müssen ja für diese Mission, also für das Herzchen hier, müssen wir Auferstandene besiegen. Und zeitgleich läuft aber hier jetzt dieses Event, was durch diesen orangen Kreis angezeigt wird. Das ist dann immer eine sehr praktische Sache, weil man dann halt im Endeffekt, ja, 2 Fliegen mit einer Klappe schlägt. Seht ihr, und schon haben wir die Mission gemacht. Das Event hier könnten wir theoretisch jetzt sogar, einfach weiterlaufen lassen. Wir haben ja schon was gemacht für das Event. Es sind ja auch genügend Leute, die das Event weitermachen. Läuft das jetzt schon von alleine weiter. Das heißt, ich kann mich jetzt mal zu dem hier aufmachen. Bei dem haben wir hier ja gerade das Ganze, die Mission hier gemacht. Danke für eure Hilfe im Kampf gegen die Untoten. Der Hain ist noch lange nicht sicher, doch jemanden wie euch an unserer Seite zu haben, gibt mir Hoffnung. Und wir können hier kaufen einen verzauberten Steinanhänger und einen Hainhüterstab. Eine zweihändig geführte Waffe. Die kaufen wir uns mal. Schließen die Mission hier noch ab. Und dann werden wir mal gucken, ob sich hier wieder was verkaufen lässt. Beziehungsweise vorher sollten wir hier mal aufräumen. Das heißt, wir werden hier Material lagern. So, okay. Spinnenbein, Huf, das ist alles Zeugs, das jetzt normalerweise verschwinden sollte. Genau, das ist nämlich alles Schrott, sprich Dinge, die wir nicht ausrüsten werden. Ich habe hier ein mächtiges Lehrlingswams, was mir mehr Verteidigung, ein bisschen Kraft gibt. Das werden wir mal anziehen. Im Endeffekt aber vom Aussehen her genau das gleiche wie das, was ich jetzt schon hatte. Und hier hätten wir auch nochmal, das ist sogar nochmal ein bisschen besser, ziehen wir das hier an. Hier haben wir einen winzigen angestaubten Beutel, da ist ein winziger Schuppen drin, das sind Materialien. Und wir haben einen Stab bekommen. Den Stab können wir mal ausrüsten. Könnt ihr das mal sehen, wie denn der Stab so funktioniert. Der Stab hat etwas sehr Schönes, weil er wirkt so sensenartig, wenn man angreift. Das finde ich ziemlich, ziemlich nice. Und hier arbeiten wir allerdings mit AOEs. Mit diesen kleinen Feldern. Und macht Blutungsschaden, gibt aber einem selbst auch Regeneration. Und das hier gibt Kühle und Vergiften auf die Gegner. Weiß nicht, ob fürs PvE, habe ich das Gefühl, ist das nicht unbedingt so die tolle Möglichkeit, so zu kämpfen. Was ist das denn für ein dickes Ding? Oh mein Gott. Das ist ein Heileck ist das. Ja, wir können da diese Symbole hinmachen, aber die lösen sich halt dann sofort auf. Also persönlich muss ich sagen, finde ich mit Stabkämpfen, jetzt ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man im Endeffekt im Moment nur das bisschen hat. Später wird es ganz interessant sein, den Stab mit zuzunehmen, aber da kommen wir dann noch dazu. Wieso ist uns das, habe ich das gar nicht gesehen. Wir haben einen Todesschleier jetzt freigeschaltet bekommen. Oh, der Todesschleier ist eine interessante Sache. Da gehen wir jetzt rein. Und dann werden wir so komisch, schwubbelig, so schwarz und schwubbelig. Da gehen wir jetzt aber auch erstmal wieder raus. Und bekommen dadurch andere Attacken. Und haben hier diesen Lebenspool. Ich nehme jetzt aber meinen Stab dann wieder weg, sobald ich outfight bin. So. Stab ist eigentlich eine schöne Sache, aber hier momentan muss ich sagen, gehe ich lieber mit der Axt vor. Nehmt eine Spektralform an und erhaltet neue Fertigkeiten. Wandelt eure Lebenskraft in Lebenspunkte um. Wenn wir hier jemanden besiegen, ich besiege mal diesen Moor hier, das ist ja kein Problem. Ich besiege den Moor mal, dann seht ihr, dass hier dieser Lebensbalken sich füllt. Wenn wir jetzt mal gucken, dass wir den da mal töten. Flump. Und kommen auch hier so Blubbels auf uns zu. Das ist eben dieser Todesschleier. Und in der Zeit, wo wir den Todesschleier aktiviert haben, haben wir auch andere Fertigkeiten. Der Balken hier sinkt konstant, aber auch wenn wir angegriffen haben, sinkt er natürlich noch. Wenn wir angegriffen werden, sinkt er natürlich noch um einiges schneller. Aber in der Zeit wird unser Lebensbalken selbst nicht angegriffen. Es ist wie so ein zweiter Lebenspool. So, dann schaue ich jetzt mal ganz kurz. Schalte hier das mal ganz kurz aus, dass ich mal gucken kann. Oh, okay. So.
Schalt mir das wieder ein. Ich wollte nur ganz kurz gucken, was das für eine Nachricht ist. Und es war ganz gut, dass ich es ausgeblendet habe, weil es war von meiner WVW-Gilde. Und, oh, okay, interessant. Ja, ich gehe jetzt mal weiter nach oben. Und guck mal, dass ich mir die Wegmarke da hole. Beziehungsweise wir holen uns erstmal diesen Leibeigenen. Wir brauchen auf alle Fälle noch eine zweite Waffe. Können wir überhaupt schon eine. Oh, können wir überhaupt schon eine zweite. Oh, Level up. Das ging schnell. Oh, da wartet schon wieder ein Leibeigenen. Okay, wir müssen den Leibeigenen noch töten. Ah, können wir überhaupt schon eine zweite Waffe führen? Zweite Waffe im Sinne von. Begleithandwaffe? Ja, können wir. Begleithandwaffe können wir schon finden. Seht ihr schon? Oh, Waffenwechsel wird auf Stufe 10 freigeschaltet. Ja, wir können später einen Waffenwechsel vollziehen. Sprich, es ist als beim Ele beispielsweise geht das nicht. Der Ele hat das nicht. Du kannst zwei Waffensets führen. Du hast ja grundsätzlich die Möglichkeit zwischen einer Waffe, die du mit beiden Händen führen musst, wo du dann nur eine benutzen kannst, wie halt eben ein Stab. Aber du kannst aber auch mit zwei Waffen arbeiten, so wie hier jetzt mit der Axt. Und wir könnten die zweite Hand jetzt noch das Horn beispielsweise nehmen. Wir haben aber aktuell kein Horn. Und es wird dann möglich sein, dass wir so quasi zwei Waffensets haben, wo wir ganz einfach umswitchen und ich dann einfach zwischen den wechseln kann. Sehr schön. Guck an, guck an. Wir bekommen 7 Attributspunkte und können uns wählen zwischen einer zweihändigen Waffe, einen Stab. Wir haben bereits einen Stab. Oder einen Fokus, der für die Begleithand ist. Ich glaube, ich habe den Necro damals mit Fokus gar nicht ausprobiert. Deswegen werde ich das mal nehmen. Platz für Begleithandwaffe ist freigeschaltet. Wir können jetzt edle Ausrüstung benutzen. Und die Waffenfertigkeit 4 ist auch freigeschaltet worden. Das, werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Hier unten ist jetzt noch ausgegraut. Den Fokus hier jetzt reinnehme, bekommen wir diese Attacke hier. Berührung des Schnitters entsendet eine Sense, die zwischen Feinden und Verbündeten hin und her springt. Verursacht Verwundbarkeit bei Gegnern und Regeneration bei Verbündeten. Die 4 ist, also die 5 ist ein Slot, der da kommt es eben drauf an, mit welcher Waffe man spielt. Und war das jetzt die 4 oder war das jetzt die 3, die sich abhängig davon verändert, mit welcher Combo man arbeitet. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das finden wir heraus. Die Straße vor euch ist gefährlich. Seid vorsichtig, wenn ihr weiter reist. Danke für die Warnung. Wir können natürlich das hier auch mal wegklicken. Nett von dir, dass du mich da warnst. Dann werden wir mal davor gehen. Da gibt es auch einen Handelsposten, sehe ich schon. Okay. Oh, und es fängt wieder zu ruckeln an. Es tut mir so leid, es ärgert mich so. Ich hatte es in Minecraft halt jetzt auch, letztens, als ich Minecraft aufgenommen habe. Ah, das ist halt so, weil die Qualität meiner Let's Plays dadurch halt einfach auch total einbricht, wenn ich immer diese Ruckelprobleme habe. Oh, ich werde so wahnsinnig. Irgendwas muss mit dem PC sein. Ich hoffe, wir werden da bald eine Lösung finden. Es geht mir so auf den Geist. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr seid da jetzt nicht allzu böse, dass ich jetzt schon wieder diese Probleme habe. Und ich hoffe, dass es bald vorbeigeht. Ich werde jetzt hier das hier mal angreifen. Mal die 4 demonstrieren. Die springt da hin und her. Das war natürlich super. Weil dadurch haben wir jetzt diesen Eber hier auch getriggert. Sprich, er greift uns jetzt auch an. Und da ich die 3 gemacht habe, greift mich der hier dort jetzt auch an. Weil ich im Endeffekt den auch getroffen habe. Und so muss man halt natürlich sagen. Ich gehe mal jetzt kurz in den Todesschleier. Ich muss mir aber die Fertigkeiten vom Todesschleier nochmal genauer angucken. Staubsauger! So muss man halt ein bisschen aufpassen, weil man halt manchmal gerne dann Dinge tut, die man eigentlich nicht tun wollte. Und zwar Gegner angreifen, die man nicht angreifen wollte. Und jetzt wird es ein bisschen böse. Weil jetzt habe ich ziemlich viel Schaden genommen. Jetzt sollte ich mich mal allmählich heilen. Wow. Oh, wow, das tut weh. Sollte vielleicht doch nochmal in den Todesschleier gehen, bevor wir sterben. Und dann den Todesschleier muss ich mir halt demnächst auch mal die Fertigkeiten angucken. Boah, gut, der ist tot. Das andere hat sich zurückgezogen. Kommen wir jetzt outfight? Kommen wir outfight? Kommen wir outfight? Kommen wir outfight? Bitte. Ich hoffe, ich komme endlich outfight. Outfight! Ich muss noch ein Stückchen weiter wegrennen, damit ich outfight komme. Na, komm schon. Irgendwie will sie nicht outfight kommen. Das ärgert mich gerade. Sie hat die Waffen weggesteckt. Sie ist doch Outfight dann. Jetzt ist sie Outfight. Das sehen, dass wir hier jetzt wieder ändern können.
Jetzt sind wir outfight und heilen uns dadurch auch hoch. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Vorschläge sind natürlich wie immer gern gesehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.